Moin allerseits, ich bin Sven von autominimalist.net und ich nehme euch mal wieder mit nach draußen. Ich habe es irgendwie, ja, irgendwie hat es mich nach draußen gezogen heute. Deswegen bin ich nachmittags los, habe einfach wild ein paar Sachen in den Rucksack geworfen, habe meine Bedroll zusammengerollt, die wollte ich ja nochmal so ein bisschen intensiver testen und habe mich jetzt auf den Weg gemacht, habe mir ein schönes Plätzchen rausgesucht, habe mir Tortellini, bisschen Salami und so eingepackt, das werde ich euch auch zeigen. Da fange ich nämlich gleich mal mit an, aber erstmal werde ich mir, glaube ich, einen Tee aufsetzen. Und ja, einfach nur die Aussicht genießen. Es ist wirklich ein traumhaft schöner Platz. Wir haben jetzt ist langsam richtig Herbst. Das ist meine Lieblingsjahreszeit. Also ich liebe es, im Herbst unterwegs zu sein, weil es einfach für mich so alles hat, was ich an Natur einfach so gerne mag. Man hat vom Wetter ein sehr weites Spektrum. Vor einer Woche hatten wir 26 Grad. Das war ein bisschen verrückt, aber ansonsten ist es wirklich ein wunderschönes Spektrum, was man hier hat. Ich bin nicht weit von zu Hause. Also ich bin, was bin ich gefahren? 20 Minuten mit dem Auto gefahren, bin ausgestiegen, bin nochmal irgendwie 20 Minuten gelaufen und ja, also ist kein See in Schweden, aber ich finde, der ist kein Stück weniger schön. Das finde ich eigentlich das Schöne, dass man solche Perlen einfach irgendwo auch in der Nähe hat. Und die meisten haben solche Perlen in der Nähe, manche noch mehr, manche weniger, aber irgendwo im Radius hat man meistens irgendwas, wo man einfach schön draußen sein kann. Aber ich setze mir jetzt erstmal einen Tee auf. Das ist mein Landpaket. Da habe ich mir so alles zu essen reingeworfen, was ich ja, für diese Nacht und morgen früh brauche. Erstmal, wie gesagt, gibt es einen Tee. Nicht wundern, ich habe die BW-Matte hier jetzt auf den Boden gelegt. Nicht für mich, sondern für den Rucksack, da es hier sehr, sehr nass ist. Das letzten Tage auch so ein bisschen leicht geregnet hatte gestern, vorgestern. Ach, an der Stelle nochmal vielen Dank für den Tipp. Und zwar bei meinem letzten oder vorletzten Tourvideo war das. Da hatte ich auch den Speedkocher in Verwendung. Und da ist der Untergrund so ein bisschen angekohlt gewesen. Da habe ich den super Tipp bekommen. Das war von mehreren gewesen in den Kommentaren. Dass, oh, was hier alles unterwegs ist, ist der Wahnsinn. Da ist gerade ein Reiher. Da vorne sind Gänse, Enten. Wunderbar. Ah, Entschuldigung. Ich wollte auf jeden Fall Danke sagen für den Tipp. Das ist nämlich eine feuerfeste Matte. So eine Brandschutzmatte. Die ist 25 x 25 cm. Die kann ich halt, ich meine, hier ist jetzt ist nicht notwendig, weil es sowieso sehr feucht ist, aber was man sich zur Gewohnheit macht, das vergisst man nicht. Und so kann ich einfach den Untergrund schützen, wenn ich am Kochen bin, sei es jetzt mit dem Speed oder auch mit dem Hobokocher oder wie auch immer, kann ich das einfach drunter packen und weiß, dass ich den Untergrund so ein bisschen beschütze. Also vielen Dank für den Tipp, wirklich, wirklich prima. Wusste ich, habe ich vorher auch gar nicht dran gedacht und es ist wirklich ideal. Ich kann mich da echt nicht satt sehen. Es ist so schön hier und ja, so dicht dabei. Fantastisch. Habt ihr das auch so? So kleine Spots in der Nähe, wo ihr gerne hingeht? Einfach mal so, wenn es euch nach draußen treibt, die ihr Lust habt, eine Nacht draußen zu verbringen, wo ihr ganz in der Nähe einfach mal hingehen könnt, einfach mal die Seele baumeln lassen. Ich find's traumhaft. Die haben sich auch einen Platz gesucht. So, bevor es bald ja, zu dunkel wird,
will ich einfach noch mal kurz was zu meinem Setting erzählen. Den Rucksack, den kennt ihr, habe ich schon mal vorgestellt. Das ist die Bedroll, die ich in meinem Loadout auch schon mal gezeigt habe, die ich schon seit einem halben Jahr habe, aber jetzt erst seit kurzem in Verwendung, weil ich sie mal testen will. Ich will sie auch hier noch mal testen. Ich habe keinen Tarp und nichts mit, weil heute Nacht soll es eigentlich trocken bleiben und die Bedroll ist halt wasserfest. Das heißt, selbst wenn so ein bisschen was runterkäme, wäre ich da drin sicher. Ich müsste mir nur was für den Rucksack überlegen, aber das wäre das Problem nicht. Die würde ich zur Not auch mit reinbekommen. Ich habe da drin eine Eva-Zot-Matte und da drauf so eine leichte aufblasbare. Die ist noch von dem Schweden-Setting so geblieben. Ich habe die Rolle bisher einfach nur zusammengerollt. Und ich denke, das soll für eine ganz gute Nacht passen. Ich habe hier, wie gesagt, einen fantastischen Platz. Direkt Blick aufs Wasser. Ich werde die jetzt erstmal so lassen. Wenn ich mich nachher hinlege, dann puste ich die eben auf. Und dann ist da noch das Gestänge. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, da ist das Gestänge. Das kommt oben drüber. Das zeige ich euch dann nachher. Jetzt werde ich erstmal, wie gesagt, mir einen Tee zubereiten. Und solange noch das Licht da ist, werde ich sie einfach genießen. So, wie immer nehme ich eine von den großen Tabletten, es gibt ja noch diese ganz kleinen. Ich nehme die großen bzw. die normalen und das reicht gut aus, um so einen Pott, das sind jetzt 500 Milliliter, richtig schön heiß zu bekommen, kurz vor Kochen, teilweise sogar bis Kochen, das hängt so ein bisschen vom Wind ab. Die lasse ich jetzt noch so runterbrennen, dass da ja wirklich fast nichts an Rückstand bleibt. Es wird langsam echt frisch. Und zwar gibt es einmal Tortellini, hier, dann habe ich hier so ein paar Cavanossi und Butterschmalz wieder. Dann habe ich hier einmal Tomatensauce, einfach so passierte Tomaten und ein bisschen Knobi und ein bisschen Zwiebel. So, und ich werde jetzt gleich erstmal Cavanossi und Zwiebeln klein schneiden, das Ganze mit dem Butterschmalz hier rein. Dann werde ich das schon direkt starten. Und wenn das so ein bisschen angebrutzelt ist, dann gebe ich die Tortellini dazu, gieße das mit einem bisschen Wasser und mit der Nudelsauce auf und lasse das dann so richtig schön durchziehen. Knoblauch gebe ich ganz zum Schluss hinzu, beziehungsweise kurz vorher, dass es nochmal mit erhitzen kann, aber halt nicht irgendwie mit verkochen kann oder so. Kennt ihr es übrigens, wenn ihr draußen seid und es wird langsam Abend, dass ihr auch immer leiser werdet und auch nur noch ganz leise sprecht, also so geht mir das zumindest. Ich möchte dann gar nicht mehr groß laut in Erscheinung treten, sondern ich fange schon irgendwann an zu flüstern, ohne dass es mir wirklich auffällt. Mir fällt es dann bei den Kameraaufnahmen auf, dass ich immer leiser und leiser werde. Aber irgendwie steckt mich die Ruhe des Abends an. Und ich möchte dann einfach nicht mehr rumlärmen und auch nicht mehr so viel reden und nicht so laut reden, sondern einfach in Ruhe hier draußen sein. Thank you.
Tüte, wieder meine Mülltüte für alles am Ende. Übrigens keine Zwiebeln, beziehungsweise keine normalen Zwiebeln, sondern Schalotten. So, und das Ganze kommt jetzt auf den Kocher. Das Kreuz hat übrigens den Nachteil, dass die Spiegelfläche so ein bisschen aufgebrochen wird. Dauert also ein klein bisschen länger, bis es zündet. Aber wie ihr seht, ist gut. Mittlerweile echt kühl geworden. Wenn die Sonne da untergeht, geht hier der Mond auf Wanderschaft. Oh, das brutzelt schon vor sich hin. Wunderbar. Das lasse ich jetzt noch ein bisschen brutzeln. Und dann gebe ich eben, wie gesagt, die Tortellini dazu. Und fülle das Ganze mit etwas Wasser und der Nudelsauce auf. Dann gare ich die Tortellini in der Nudelsauce mit dem Wasser zusammen. Hier kommt jetzt der Deckel drauf. Und das lasse ich jetzt köcheln, solange die Flamme vom Spirituskocher eben arbeitet. Also ich habe mir dieses Kreuz, das ich jetzt gerade für den Trangia nutze, vor kurzem mal gekauft, weil ich dachte, das ist eine schöne, sehr, sehr leichte Variante. Ich muss sagen, es gefällt mir nicht so gut. Wenn man richtig festen Untergrund hat, dann ist es natürlich sehr stabil. Aber sobald der Untergrund ein bisschen weicher ist, ist mir diese kleine Auflage einfach zu wackelig, vor allem weil die Auflage halt direkt mit dem Trangia verbunden ist. Also ja, es funktioniert. Ist ja gut. Was da jetzt los ist. Also wie gesagt, es funktioniert, aber mein Favorit ist es nicht und wird es nicht. Also ich denke mal, das wird kein zweites Mal zum Einsatz kommen. Ich möchte nicht eine Halterung haben, die nur dann funktioniert, wenn die Umstände perfekt sind, weil die Umstände sind fast nie perfekt. Deswegen bleibe ich da wahrscheinlich bei meiner Kombination mit dem Happy Stove. Der steht sicher, hat natürlich viel mehr Auflagefläche. Da kann ich dann den Trangia reinstellen. Der Topf passt wesentlich besser rauf und sicherer rauf. Gerade der große, das ist ideal. Das habt ihr ja bei der Linsensuppentour gesehen. Linsensuppentour klingt auch gut. Bei der Tour gesehen, wo ich Linsensuppe gemacht habe. Ist natürlich super leicht, dieses Kreuz, aber
Ja, dann nehme ich lieber ein paar Gramm mehr mit und bin zufriedener mit dem, was ich da habe. Ist übrigens eine neue Rotlichtlampe. Das ist dann nicht ganz so fies für die Augen immer. Mir ist übrigens gerade eben der Topf so ein bisschen runtergerutscht, deswegen liegen hier jetzt so ein paar Tortellini. Also das ist wirklich nicht so ganz ideal mit diesem Topfkreuz, wenn man nicht gerade eine richtig schön gerade Untergrund hat. Also wie gesagt, ist nicht meins. Mag für manche funktionieren mit festem Untergrund sicherlich auch nicht schlecht, aber nicht meins. Knoblauch ist übrigens drin, falls ihr es noch nicht gesagt habt. Ich lasse es jetzt noch schön brutzeln. Ja, ich habe zwei essentielle Sachen vergessen. Und zwar zum einen Gewürze, aber das werde ich, glaube ich, durch Knoblauch, Zwiebeln und Cabanossi gut ausgleichen können. Und ich habe Erste Hilfe vergessen. Das ist mir gerade eingefallen. Als ich wirklich schnell alle Sachen zusammengepackt habe, habe ich die Erste Hilfe aus meinem täglichen Rucksack nicht rausgeholt und bin jetzt ohne unterwegs. Ich bin zwar ja, nah an zu Hause dran, aber blöder Fehler. Also ist eigentlich so eine Sache, die man immer dabei haben sollte. Ja, habe ich vergessen. Ein weiterer kleiner Nachteil an diesem Kreuz ist, wenn man den Tank hier ausmachen möchte. Ich habe jetzt gar nicht die ganze Ladung gebraucht, weil die Tortellini schon durch waren. Dann muss man den erst runterfriemeln, bevor man den halt löschen kann. Nicht dramatisch, aber auch ein Punkt. Viel mehr Aufnahmen werde ich jetzt gar nicht mehr machen können, denn es ist mittlerweile so dunkel, dass ja kaum noch was zu sehen ist. Ich will hier aber jetzt am Rand noch nicht mit voller Beleuchtung sitzen. So, und was ich leider noch vergessen habe, was mir gerade aufgefallen ist, das ist mein Ersatzakku. Und zwar habe ich jetzt gerade schön Zeitraffer gemacht vom Mond. Mal schauen, ob das was geworden ist, denn das ist meine letzte Akkuenergie gewesen. Mein Handy ist jetzt auch bei glorreichen, nur knapp 10% waren das. Und wenn ich schon keine erste Hilfe dabei habe, will ich zumindest noch ein funktionierendes Handy dabei haben. Also verabschiede ich mich schon mal, dann ist das hier so mehr oder minder eine Kochbuschkaftour und von Übernachtung sieht man nichts mehr. Die Tortellini waren super, super lecker. Also das kann ich echt nur empfehlen, das mal nachzumachen. Ihr habt gesehen, extrem einfach. Ja, braucht nichts, wieder nur einen Topf. Das ist ja immer das, was ich ganz angenehm finde. Das ist einfach alles in einem Topf zu machen. Und das sieht ein bisschen gruselig aus. Sieht so ein bisschen besser aus. Nicht ganz so gruselig, ja. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.